Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute wollte ich mit euch im Thermomix mal eine Guacamole machen. Für die Guacamole benötigt ihr eine reife Avocado, zwei Frühlingszwiebeln in Würfel geschnitten, den Saft von einer halben Limette oder einer halben Zitrone, einen halben Teelöffel Kümmel, Salz, Pfeffer und Chilipulver sowie eine Tomate in Würfel geschnitten. Und ich tausche jetzt den Kümmel gegen Kreuzkümmel aus. Als erstes geben wir jetzt die ausgekratzte Avocado und die Frühlingszwiebeln im Thermomix. Und vermischen das Ganze 10 Sekunden auf Stufe 3. So, das Ganze ist jetzt vermischt. Ich zeige es euch mal kurz. So sieht es jetzt aus. Jetzt schiebe ich das Ganze noch was runter. Und jetzt soll man natürlich je nach Geschmack die Gewürze reintun. Ich gebe so einen halben Teelöffel von dem Kreuzkümmel rein. Auch so ein Viertel von dem scharfen Paprikapulver oder Chilipulver. Ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz und den Zitronensaft. Und auch die Tomate. So. Und jetzt wird das Ganze nochmal 15 Sekunden Linkslauf auf Stufe 2 vermischt. Linkslauf. Bis gleich. So, das Ganze ist jetzt gut vermischt. Mal gucken hier. Ich zeige es euch mal. Sieht jetzt so aus. Ich fülle das jetzt in ein Glas um. Und probiere es auch und dann sage ich euch, wie es mir schmeckt. Ja, die Guacamole habe ich jetzt umgefüllt. So sieht sie fertig aus. Ich habe auch probiert. Mir schmeckt sie sehr gut, aber ich mag auch liebend gern Zitrone. Also wer es nicht so sauer mag, der tut ein bisschen weniger an Zitronensaft rein oder gibt noch einen Teelöffel Zucker dazu. Mir schmeckt sehr gut und ich werde es jetzt als Aufstrich genießen. Man kann es aber auch zum Dippen für Gemüse nehmen. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen. Danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.